Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 10 HD Remaster. Beim letzten Mal haben wir angefangen, Blitzball zu lieben oder zu hassen. Kommt auf die Perspektive an, nehme ich an. Ich persönlich, ich mag Blitzball. Es dauert halt nur teilweise sehr, sehr lange. Oh, eine Garde, hiermit könnt ihr das Medium besser beschützen. Eine Stichlanze, nice. Ja, das ist das größte Problem dabei. Ah, sie ist besser als die andere Lanze. Enchanté, hier hast du auch eine bessere Lanze. Durchschlag ist übrigens praktisch gegen geschützte Gegner. Das ist im Prinzip auch Orins Metier, könnte man sagen. Sozusagen. Will ich das haben? Das sind gute Werte. Ah, komm, ist egal. Aber vorher benutzen wir den Angriffssphäroiden, den wir bekommen haben. Verwandelt sich nämlich damit in Angriff plus 4. Das ist eine schöne Sache. Ich mag ja mehr Angriff haben. Mehr Angriff haben ist das Beste, was mir passieren kann meistens. Und ich habe wieder kein Ability-Steroid. Das passiert mir am Anfang des Spiels relativ oft. Später im Spiel ist das ziemlich egal. Aber am Anfang des Spiels... Oh boy. Angriff plus 1, wie langweilig. Das ist mehr für Lulu. HP vielleicht, aber so oft benutze ich Luna nicht, dass sie da stehen soll und Schaden frisst. Auron, der schon tausende von HP hat und hier noch mehr HP kriegt, braucht das nicht. Prinzipiell zumindest. Aber hier so ein Magie-Spheroiden da rein. Klack und zack, macht Lulu definitiv direkt wieder mehr Schaden. Das ist schon nice anzusehen. Wenn wir ein Stückchen weiterlaufen. Das aktivieren, das aktivieren und die Ability, naja, da muss ich halt einmal mit meinem Stock schön hauen. Ihr werdet sehen. Anyway, Moment, Moment, habe ich mit dir schon geredet? Nein, komm her! Bist du schnell unterwegs! Irgendein großer Plan soll bald umgesetzt werden. Ich weiß zwar nicht, was da geplant wird, aber die Bürgerwehr maßt sich da was an. Der Kampf gegen Sinn ist Sache der Media. Bitte benutze dies, werte Garde. Zweimal Gegengift. Wo bleibt er bloß? Wer? This is a statue of Lord Mihen. 8 centuries ago, he founded a legion known today as the Crusaders. In just a few short years after their founding, their ranks grew throughout Spira. The Maesters of Yavin feared an uprising and accused them of rebellion. So Lord Mihen walked along this very road to go face their charges and refute them. He succeeded in winning the Maester's trust, and his legion became an arm of the Yavin clergy. It was then that Yavin gave them the name Crusaders, which they have kept ever since. And the rest is history. Der Rest ist Geschichte. Okay. Schön, dass wir jetzt nochmal die Geschichte. This is a high road. Fiends do appear. Be on your guard. Yep. Das ist trotzdem die Geschichte hochgurgeln sozusagen. Ha! That one looks slow. It's also tough. Let me handle this. No way! I can take it! What the? Oh, also der Kritiker, der weiß aber. I could have done that. Ich wollte schon sagen, der Kritiker, das war jetzt wirklich nur noch so ein Show auf so. Also, ich kann das, was kannst du? Mein Bruder kommt nicht, aber hat er hier ein Ziel verabredet, ja. Das ist der Durchschlag eben. Monster, bestimmte Monster, so wie der, sind halt relativ hart in dem. Hey, I'm a guardian now, so watch out.
Und das ist dann das, was dabei passieren kann, dass man eben dagegen haut und... Oder was heißt passieren kann, was passieren wird. Oh yeah. Dementsprechend muss man da aufpassen. Das Viech hier wiederum müsste eine Technik von Mari haben. Also einmal noch eintauschen. Und wieder ein explodieren. Das Ding wird ganz schön groß. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Wir Eis benutzen. Allerdings dürfte er jetzt gleich einfach auch explodieren, was ziemlich viel Schaden verursacht dürfte. Viel zu wenig Schaden. Aber dadurch, dass er explodiert, war es komplett nutzlos, dass ich den da gehauen habe. Falscher Knopf. Also falscher Menüpunkt hier. Oh man. Naja, das hab ich davon. Do you know what those ruins are from? Some old city? Correct. A city most ancient. A terrible testament to sin's power. I tremble every time I see them. Compared to sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating sin. A good reply. I am relieved to hear you say that, Milady Summoner. Oh? Where are my manners? I am matron, a scholar, at your service, Milady. I am on a journey. Studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smiles on people's faces, crumbling at the mere mention of sin. They are counting on you, milady. Give them a reason to rejoice once more. I will. Okay. Auf jeden Fall ein netter alter Knacker. Da sind irgendwelche Schriftzeichen auf einer Ebene, die... Oh Gott. Noch können wir es nicht gut lesen, aber wir arbeiten langsam dran. Ich meine, das waren jetzt schon relativ viele Buchstaben, die wir erkennen konnten. Muss man ja mal so gesagt haben. Und da finden wir ein Eisschwert. Eisschwert, Eisschwert. 5% Angriff ist dann immer noch besser, aber in der Theorie ist das schon mal ein guter Put. Sag ich jetzt mal so. Anyway. Wenn wir es richtig machen wollen, dann greift einfach Lu an. Weil wir so möglichst viel Schaden rausholen können. Und naja, die anderen machen das, was sie halt immer machen, ne? Gut dabei aussehen. Go! Go! Go where, genau. Stille wäre ganz witzig. Theoretisch. Aber ja. Bomber halt. Ich wäre sehr froh, wenn ich mal jetzt nicht ständig einen Bomber finden würde. Aber egal. What did I tell you? You're a modest one. Meine Bomber sind jetzt nicht unbedingt die Gegner, die am wenigsten Schaden fressen oder so. Ich weiß ja nicht, wer diese Minimap gemacht hat, warum das hier so abzweigt. Keine Ahnung. Lady Summoner, I presume. Yes, I am Yuna. I am Lucille, captain of the Jose Chocobo Knights. And I'm Alma. We've been charged to guard the high road. There have been reports of a large fiend appearing in this area with a taste for chocobos.
Do take care, Summoner Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. Good. We should get back to our rounds. Farewell. Our prayers are with you. A large fiend? Let's go get him! Why? It's the right thing to do. It's the right thing to do. What'd I say now? Jekt said that a lot, too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. Naja, aber in gewisser Weise ist es ja richtig, ne? Das Richtige zu tun. Chance im Primitivschlag. Schön, nice, gute Sache. Dann kann ich hier vielleicht mal eine Abilities-Verruhig rausschnuppern. Gib her! Ja, im Prinzip glaube ich egal. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist egal. Elementtechnisch. Mal Walker schafft. Walker wieder im Spiel. Walker schießt, Walker blendet. Walker ist blendend und blendet. Ich habe das Gefühl, der hätte glaube ich auch eine Technik. Das finden wir gleich raus. Erstmal machen wir diesen sexy Sprung nach oben. So be it. Ah, ich hab recht. Also, dass das Element egal wäre. So, mein Bro. Mein Katzenbro. Ja. Von ihm können wir Flammen lernen. Leb wohl. Gut dabei. Gut dabei, Technik zu lernen. Außerdem meine Ability Spheroid. Eben schnell sammeln lernen und dann können wir weiter. Man könnte auch tatsächlich darauf warten, dass man diese Barriere bald öffnen kann. Allerdings würde sie damit im Prinzip nur zu Walker eingleisen, was nicht wirklich viel bringt. Zumindest nicht jetzt. Also ignorieren wir das Ganze mal und sammeln mehr Abwehrstärke. Na, wollte ich erstmal nicht. Es gibt interessantere Dinge als mich dabei zu beobachten, wie ich meine Punkte verteile. Wobei ich trotzdem das zeigen werde, meistens auf Kamera, weil warum auch nicht, ne? Ah, a summoner party. You too are a summoner? My name is Belgamine. You are? My name is Yuna. Ah, the High Summoner's daughter. I've heard much of you. But you are still fresh on the road, are you not? Yes, I am. I might have a few things to teach you. Hmm? Let us see which are stronger, my aeons or yours. A one-on-one match. Not to the death, of course. What do you say? I'll do my best. Good. Before we begin, your aeons have been healed. You can fight with your full strength. Come. Show me how strong of a link you forged with your aeons. Okay, es ist also ein Kampf der Bestia tatsächlich. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit Yuna dann einfach mal, ich sag mal, gegen das Ding hauen kann und damit gewinne oder so. Nee, das geht halt nicht. Aber in der Theorie, ich meine in der richtigen Theorie, müsste sowas theoretisch gehen. Aber das hier ist im Prinzip einfach nur ein Kampf, um zu erklären, wie sowas geht.
Das ist nicht super wichtig, aber egal. Es ist so, dass... Ja, genau. Ein anderer Ifrit kann besser sein als mein Ifrit. Das ist gemein, aber es ist so. Dieser Ifrit hat viele HP und hohe Angriffskraft, nur durch den geschickten Einsatz der Befehle sanfter Tour und harter Tour ist es möglich zu gewinnen. Durch die sanfte Tour fühlt sich die Ekstase-Leiste nicht mehr, dafür leidet die Bestie weniger Schaden. Durch die harte Tour steckt man mehr ein, dadurch fühlt sich die Ekstase-Leiste aber mehr. Und hier ist es halt so, Ifrit wird immer Angriff Meteor machen. Deswegen sollen wir an dieser Stelle bei jedem Meteor die sanfte Tour wählen. Weil der Meteor übel wäre. Dazu kommt, dass die Schallschwinge an dieser Stelle komplett nutzlos ist. Alles andere nutzlos, aber der Verzögerungseffekt wird nicht funktionieren. Deswegen braucht man das zumindest gar nicht erst probieren. Und ja, das ist jetzt halt der ganze Kampf hier. Es ist übrigens auch egal, ob wir gewinnen oder verlieren, was das angeht. Wir bekommen nur andere Items dafür. Falls das jemanden halt interessiert. Einfach mal Remy hier, mein Freund. Mein Freund Ifrido. So. Ich glaube zwar nicht, dass mir das noch was bringen wird, aber wir verteidigen nochmal. Und in der nächsten Runde wird jetzt eben auf den Solaris-Strahl gesetzt, weil sonst überlebe ich wahrscheinlich eh nicht. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, der Solaris-Strahl ist viel cooler als das Laser-Ding. Ich wünsche halt nur mehr mehrere Techniken. Naja. Und das war das. Ein Ifrit weniger auf der Welt, könnte man meinen, aber es ist ja nur die beschworene Version einer Bestia. Es wäre theoretisch cooler, wenn man mehr Kämpfe in dieser Form hätte, hat man aber nicht. Also bad. So young. I underestimated you. Take this. You've earned it. Und dafür halten wir einen Echo-Ring. Hätte ich verloren, hätte man einen Reisering bekommen. Den haben wir aber eigentlich auch in der Form, soweit ich das weiß, schon. So erhalten wir einen Echo-Ring. You show promise. With more training, you could defeat Sin. Thank you. But I think you might defeat Sin before I am able to. I cannot. Huh? Or should I say, I was not able to. You mean... Farewell, Yuna. We'll meet again. Ja, das werden wir tatsächlich. So, der Echo-Ring. Ja, wir haben jetzt den Ring der Finsternis, Schutz gegen Blind, was völlig nutzlos ist bei ihr. Aber der Echo-Ring, HP plus 10% und Stummschutz, ist eine tolle Sache. Ich meine, Stummschutz... War ein Magier, ne? Ihr versteht schon. Wenn nicht, und ihr spielt normalerweise RPGs, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Ah, Mann. Okay. Die Kamera ist echt blöde. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also ich mag das nicht, dass ich nicht sehen kann. Uah, Feuer. So viel aufgeladen für nichts eigentlich. Aber egal. Let me help. Boing. Hat sie nicht gut geholfen. Ist schon eine Süße. Kommt da rein, haut mit dem Stock gegen das Vieh und erwartet, dass es gut geht. Naja, vielleicht das nicht unbedingt, aber sie haut da drauf. Und es passiert halt nichts, wirklich. Nee, Moment, falscher Charakter, du kannst da bleiben. Einfach draufhauen. No worries. It's over. Don't worry, be Walker. Piece of cake. Ich weiß nicht. So. Okay, weiter. Erstmal noch weiter.
denn noch lohnt es sich nicht unbedingt für mich stehen zu bleiben, sozusagen. Auch wenn der Part schon fast wieder die richtige Länge hat. Yeah. Immerhin kann ich komische Dingos mit einem Schlag erledigen. Mit einem Vernichten vor allen Dingen. Das ist eine gute Sache. So. Jetzt verteidigen wir erstmal. Wo ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass der Dingo vielleicht ihn angreifen will, aber. Ist das überhaupt ein Dingo? Ja. Ich nenne ihn einfach mal spaßeshalber Dingo, weil es ist ein Wolf-Ding-Teil und. Die heißen sowieso alle gleich, sehen genau gleich aus und so, von daher. Jetzt noch den guten alten Kimari rein. Nervt's euch schon? Ja, mich so halb, ne? Ich sag es ist halt sehr anstrengend, in Anführungszeichen, das immer zu machen, aber es gibt halt Level für alle dann. Oh ja. Geht noch. Ein Allheilmittel. Yay. My Lady Summoner. You're a summoner? Yes. My name is Yuna. I'm Callie. Nice to meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the calm? Yes. Very soon. Yay! We're looking forward to another calm, my Lady Summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. What's the calm? The calm is a time of peace. It comes after a summoner defeats Sin, and lasts until Sin reappears. Huh? Sin dies and is reborn. I get it! I thought it was weird. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait, if it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while, people can sleep in their beds without being afraid. That kind of time is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well. Aber in gewisser Weise bleibt es dabei. Das ist dann definitiv nicht wert. Hey, hey, Kumpel! Dies ist ein Schutz gegen Hitzemonster. Ehrwürdiges Medium, bitte nehmt es an euch. Ein Vulkanring, ja, nice. Ich weiß nicht, ob das nur ist, wenn wir den Ball in Ruhe lassen, erstmal, aber. Ich wollte mit dem Kind da reden. Ich darf nur wieder nicht. Zeichen weiß, Schwebeauge, Mihen, Gedongel. Interessant ist, dass das Auge sieht so aus, weil es einen schwarzen Effekt hat, als wäre es jetzt schon geblendet. Es wäre ein bisschen komisch, aber es sieht halt danach aus. Oh wow. Armer Kommi. Ups. Das ist alles nicht das, was ich wollte. Also zum einen wollte ich Kommi heilen und nicht Yuna. Zum anderen ist er halt trotzdem verwirrt und wird sich unter Umständen demnächst mal selber um oder irgendwen anders. Aber meine Charaktere sind alles irgendwie Profis im Ausweichen, ich weiß auch nicht warum. Auron muss noch rein. Kann ruhig verteidigen. Walker muss rein, dann ist der Kampf eh gegessen. Oh ja. Obwohl Walker halt doch immer noch viel zu wenig Angriffskraft hat, wenn man mich fragt.
Da fehlt noch so ein bisschen das Umf. Ganz viele Monster sind unterwegs. Es ist gefährlich. Dann nimm 3 Goldnadeln. Man kann aber auch den Ball kicken. Weil verdammt noch eins, es ist ein Blitzball. Hey, was soll das? Das war mein Ball. Tja. Er hat's richtig erkannt. Das war mal sein Ball. Ah, wow. Rein vom Prinzip ist das die perfekte Truppe, um diese Monster platt zu machen. Praktisch gesehen muss ich das mittlere Monster wieder am Leben lassen. Und weil das so ist, darf Oren erstmal weggehen und dann gucken wir mal wieder, dass wir alle einmal drin hatten. Ich sag ja, es ist ein Spielprinzip, was sehr, sehr nervig sein kann. Das Gute ist, wenn ich habe zumindest vor, ein bisschen aufzupowern vor dem nächsten Part. Da müsst ihr euch das nicht mehr angucken, dann kann ich dann hier einfach ein paar Millionen mal das Ganze machen. Ihr müsst das nicht die ganze Zeit betrügen und alle sind hinterher zumindest glücklich oder glücklich her. Ja. Ich habe aber sonst streckenweise tatsächlich mehr HP, als ich jetzt gerade habe. Aber das macht nichts. Zumindest macht es nicht wirklich viel. Ist da irgendwas? Ich glaube nicht. Außer Dingos. Mehr Dingos! Bleibt aber, also meine Charaktere sind unglaublich gut im Ausweichen geworden. Well then, what next? Naja, du sollst reinkommen und dich verteidigen. Ha. Das ist aber auch so. Komm mal her, Ludo. Ja, was denn? Stell dich mal bitte hier hin und verteidige. So, ja, okay. Ich weiß nicht, warum ich so ein Problem habe mit der PS4-Version, aber ist egal. Funktioniert, Gegner tot. Und wieder ein Nutzen davon mehr. Wie gesagt, irgendwann werde ich dadurch mal neue Techniken lernen. Das ist eine gute Sache. Zumindest die Hoffnung, die ich dabei habe. Und ihr kennt das ja, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh, wow. Lou, I'll show you what I can do. Go ahead. Das war zumindest schon mal gut getroffen. Ich würde schon sagen, wenn Walker sich jetzt nicht verwirren lässt, ist das gar nicht mal so schlecht. Sammeln ist übrigens sowas wie... Habe ich ein anderes Spiel, wo es sowas gab? Schon mal erwähnt, bestimmt. Ja, jedenfalls zum Verstärken des nächsten magischen Angriffes. Das ist das. So wie Anfeuern, nur halt die Magie. Nur das Anfeuern halt auf alle geht und sammeln nur auf einen, soweit ich mich erinnere. Von daher nicht ganz so gut, wie es sein könnte, vielleicht, aber genug, um das zu machen. Hallo Oren. Wiedersehen, Yuna. Hallo Ludo. Die denkt sich auch, war ich noch gerade erst da gewesen? Tja, so ist das. Und schon können wir Bomber vernichten schlagen. Also die, ne, die Werterhöhung, die kommt relativ klein rüber. Immer wenn da einfach steht Magie plus 2. Aber das tut dann schon deutlich mehr weh. Ich habe zu viel eingekauft. Hier bitte verwendet das. 4 Gegengifte, na toll. Ich meine, kann ich auch nicht super schlecht reden, aber das ist ja gar nichts. Ne? Triffst du zufällig? Ja. Kimari ist unser Mann. Wenn er nicht treffen kann, dann ist keiner kann oder so. Yay, Kimari. Ufza, ufza, tetere. Ich muss auf jeden Fall sagen, es ist schön, diese... Ich meine, das sind immer noch sehr, sehr an PS2-Grafiken erinnernde Monster, aber diese Monster sehen halt wirklich schön mittlerweile aus. In gewisser Weise. So für mich. Ich bin halt die PS2-Variante sehr, sehr gewohnt und
die ganzen Monster jetzt mit so einem leichten HD-Touch anzusehen, das ist schon cool, das hat was. Treffen wir? Ja. Und das ist das, was ich meine, weswegen es irgendwann halt völlig irrelevant ist, ob man jetzt das Ganze macht mit Walker zum Beispiel, weil Lulu trifft oder Komi trifft oder wer auch immer. Ein anderer kann genauso gut fliegende Gegner treffen. Das ist halt nur vom Spiel so ein bisschen gewollt, ne? Von wegen, der hat bessere Werte dafür, lass mal Walker fliegende Gegner treffen. Aber wenn man keinen Bock drauf hat, andere können es genauso gut. Ja, es ist das erste Mal, dass wir hier relativ viele Kämpfe hintereinander haben. Fällt mir gerade so ein. Vorher war es immer so ein bisschen... Ja, eigentlich relativ wenig Kämpfe haben wir gemacht bisher. Muss es eigentlich eine Person geben, die mir etwas wirklich haben möchte. Wirklich haben möchte. Hätte er getroffen, wäre es so vernichtet gewesen. So ist es halt wirklich. Das macht aber nichts. Aber also, so dauern halt Kämpfe, die sehr schnell vorbei sein könnten, weil ich ja dann trotz allem einfach die Gegner platt machen könnte. Dauern halt ein bisschen länger. Übrigens, da hat man auch diesen Effekt. Die Stichlanze von Kimari, die er benutzt hat, auch durchschlagend. Dementsprechend ist der Special-Effekt von Auron, dass er durchschlagend in seinen Waffen normal verdrin hat, völlig hinfällig. Kann Kimari genauso gut, prinzipiell. Oh, bist du der, den ich ja unbedingt haben will? Genau, der Level 1 Sphero-Pass. Wir werden Sinn besiegen und als Helden nach Hause zurückkehren. Alles andere ist mir hier in Anführungszeichen egal, wenn ich hier manche Leute noch nicht treffe, sag ich mal. Aber der Sphero-Pass sorgt dafür, dass ich mit Kimari zumindest schon mal so ein paar Kleinigkeiten machen könnte. Aber damit kann ich dann zum Beispiel in den Bereich von Riku zum Beispiel gehen und Klauen beibringen. Das ist eine gute Sache. Nope. Nope. Schockierend. Nein, nicht wirklich. You called? Yeah. Sie haben 090 WA KKA anrufen. Schlechter Witz, ich weiß. Oh yeah. Oh yeah. Ja, jedenfalls wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, mit ihm klauen lernen, weil es gibt keinen Charakter, der gerade klauen kann. Und ich meine, es ist nicht so, als müssten wir unbedingt klauen, aber wenn ich ihn zum Beispiel in der Runde sowieso nicht vernünftig benutzen will, also nur einwechsle, um ihn verteidigen zu lassen, damit er halt auch seine Erfahrungspunkte bekommen kann, warum dann nicht eine Runde klauen? Na? Macht doch Sinn. Oder ist zumindest der Grundgedanke, den ich dabei habe. Ne? Wenn ich das schon kann, warum nicht? Einfach eine Runde klauen, alle sind glücklich und zufrieden. Dann passt das. Ist nix. Du könntest noch ein Item für mich haben. Gib mir ein Item. Mit guter Ausrüstung geht nicht schief. Nimm das hier. 600 Gil. Hey, nice. Die jungen Soldaten sind vom Sieg überzeugt, aber wir Älteren mit Erfahrung sehen das etwas skeptischer. Ich frag mich, was die vorhaben. Wir werden es früh genug erfahren. Nur einmal wieder zwischengeheilt. Oh, drei Bomber gleichzeitig. Okay. Ja, aber da merkt man, dass die Parts halt tatsächlich ein bisschen länger werden könnten. In dem Moment, wo ich halt mehr Freiheit habe. Wut, wir nehmen bitte die Eiswut. Will das nochmal? Im rechten Stick drehen. Aber im Uhrzeigersinn. Du bist fertig. Du hast verteidigt. Jetzt kommt Auron. Schon mal der erste weg.
Aber ich hätte Luna oder Kimari einwechseln sollen. Ah, ist egal. Oh nein. Er hat ganz, ganz böse den Kommi getroffen. Okay. So, macht man Eis, das dürfte ihn umbringen. Hoffe ich doch zumindest mal. Wunderbar. Hier geht es ja prinzipiell tatsächlich auch nur um die Vernichtentreffer. Weil mehr Erfahrungspunkte, wie ihr ja jetzt mittlerweile bekanntlich wisst. Also mehr AP-Punkte, sind ja keine Erfahrungspunkte. Aber ja, darum geht's mir. Die zu haben ist eine gute Sache. Außerdem wieder eine Cutscene. Ah, das wird ein langer, langer Part. Auf jeden Fall können wir jetzt mit den beiden reden, prinzipiell, wenn ich da rüberkomme. Und das sollte nicht das Problem sein. Ich wollte schon sagen, bitte keine Verwirrung. Bist du eigentlich schwach gegen was? Du bist gegen alles schwach gegangen. Nur interessanterweise, dass auch Magie durchschlagend sein muss. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und nein, das sage ich nicht, weil ich es wusste, sondern weil ich es jetzt gerade gesehen habe. Und dann dachte, oh ja, da war was. Da war ja was. Was ein Teamplay. Einmal drauf und gut. Wird schon weg sozusagen. So, dann können wir noch mit den beiden reden. Hallöchen. Hey, we saw the game. You guys were great. Congratulations, Waka. Hey, stop loafing around. The Lady Summoner and her guardians. This mission requires our full attention. We've no time to waste. Understood? Yes, ma'am. Apologies, ma'am. Carry on. See, keep your head down, say sir a lot, and you'll do fine. Right, sir. Hey, Yuna. Even though Yevon rejected us, we still believe in you. That won't ever change. Thank you. Sir Luzu, Sir Gada, but, you know, it's not too late for you to go back to Besaid and... We should be going, sir. Ich hätte aber tatsächlich erwartet, dass sie schon längst fertig werden. Weil ne, sie sind ja viel, viel früher theoretisch losgegangen. Aber nein, sie haben sich doch verschwinden. Warum auch nicht? Ich meine, wenn Blitzball halt wirklich so beliebt ist, wie es gesagt wird, dann würde ich mir wahrscheinlich auch erst als Spiel ansehen und dann losgehen. Wow. Schön, dass ich auch mal darf. Uh-oh, der Gegner ist nicht geblendet. Das gefällt mir nicht. Dann zumindest so. Um nicht am Ende doch drauf zu gehen. Ich meine, da haben wir es wieder. Es ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass mit dem Ball der Gegner geblendet wird. Aber eben kein... Auf jeden Fall, sozusagen.
ja. Das soll man machen, ne? So. Need a good jolt? Potzblitz. Potzblitz, da ist der Gegner, Blatt. Oh, eine Ability-Klinge. Das klingt ziemlich praktisch in Angesicht der Tatsache, dass ich sehr wenig Abilities für Ruinen habe. Super wichtig allerdings erst, wenn ich mehr Abilities für Ruinen brauche. Aber, naja. But... Enough. I only meant to... Are you all right? Lady Summoner? Yes. I am Yuna. It is an honor, my lady. My name is Shalinda. I am a disciple of Yevon. What was all that about? The Crusaders operation? You mean the one Gata and Luzu were talking about? I heard they were to use Forbidden Machina. I had to stop them. Huh? Why? The use of Machina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. But it's not about defeating Sin. The teachings of Yevon must be upheld. Yeah, right. But you don't understand. The Crusaders won't even listen to me. And it's all because I'm just a lowly acolyte. Don't say that. Well, I haven't been a summoner for very long myself, you see. Still, I can't put myself down every time I fail. People are depending on me. They're depending on both of us. Yes. Yes, you're right, my lady. Absolutely right. Thank you so much, Lady Yuna. Now, I feel I have the courage to finish my training. Na, dann ist ja gut. Glaube ich. Schätze ich. Na, wie das. Noch ein Hinterhalt, echt jetzt. Ich finde aber auch Hinterhalte in den nervigsten Kombinationen. Oder zumindest gefühlt in den nervigsten Kombinationen. Ah, Mann. Walker, komm mal her. Und nur um sicher zu gehen. Stay down. Perfekt. Ah, Mann, oh Mann. So. Dann. Got you covered. Warum war's hier? This should be quick. Das Ganze vielleicht tatsächlich ein bisschen zu beschleunigen hier. Obwohl die Verwandlung, also die Vergrößerung von dem Bomber sowieso immer lange dauert, aber egal. So, das war einer, du warst schon dran. Schöner Schlag. Und jetzt wieder warten. Ja, ich weiß, der Part ist lang und die Parts werden, je nachdem, wie weit ich in der Gebiet gehen möchte und wie viele Monster zwischendrin angreifen, relativ lang immer, aber ich denke, das ist die beste Lösung, statt alle 5 Sekunden jetzt auf dieser Straße eine Unterbrechung zu machen. Dann so, ja, jetzt hatten wir schon wieder viele Cutscenes und so. Muss ja nicht sein. Waren jetzt eigentlich alle dran? Ich glaube, Mario war noch nicht dran, oder? Wird das noch nicht hauen, oder? Au. Ich meine, so ein böses, nicht geblendetes Horn, da war das zu erwarten. Damn. Ah, ich jetzt.
Weil ich hätte ihn auch noch mal blenden können. Du warst ja auch nicht dabei, als wir dann beiden wurden. Kein Wunder, dass du keine Schwierigkeit voraus siehst. Ein Reiseband, schön. Hier noch eine Truhe. Mit mehr Augentropfen. Nicht, dass wir jemals geblendet wurden bisher, aber... Und hier ist der erste Punkt, an dem ich Stopp einlegen werde. But this isn't our bedshop. Is that a problem? They don't believe in Yevon. And in Luca, they kidnapped Yuna. Where were her guardians? Oh. Sir Oren's just concerned about your health. I'm not tired one bit. Well, I am. As if I could sleep. Yeah. Er hat gerade geschlafen, also als könnte ich jetzt schlafen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und das war's mit Final Fantasy X HD für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, kommentiert das Ganze. Und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken bei meinen Patreons, Pan und Snow. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist euer Outro. Bis zum nächsten Mal.